Wie verteidigt sich eigentlich jeder einzelne von Voldemorts Horcruxen selber? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf Voldemorts Horcruxe und das interessante Thema, wie diese sich selber verteidigen können. Jeder weiß schon, wie Horcruxe erschaffen wurden und wie sie zerstört werden und wurden. Aber etwas, das nicht hervorgehoben oder genau erklärt wurde, ist, wie diese Horcruxe sich eigentlich selber verteidigen können. Jeder Horcrux hat seinen eigenen Verteidigungsmechanismus und zwar einen ziemlich starken, was uns wieder mal nur zeigt, wie stark Voldemort eigentlich war. Er war stark genug und klug genug, um nicht nur seine Seele zu spalten und sich unsterblich zu machen, sondern auch um Verteidigungsmechanismen in jeden einzelnen Horcrux einzubauen, um im Fall eines feindlichen Angriffes reagieren zu können. Und genau darüber sprechen wir heute, welche Fähigkeiten die einzelnen Horcruxe haben und wie diese sich verteidigen können. Ich kann nicht hundertprozentig sicher sein, aber ich würde sagen, dass zwei Zaubersprüche übereinander zu legen eine Menge Geschick erfordert. Fangen wir mit dem ersten Horcrux an, dem Tagebuch von Tom Riddle. Ich weiß, dass alle Horcruxe technisch gesehen gleich stark sein sollten, aber wenn es um das Tagebuch geht, denke ich, dass es ein wenig fortschrittlicher war als die anderen. In diesem Fall wurde Toms Seele von einer richtigen Person repräsentiert und das Tagebuch hatte sogar eine eigene Art, durch die Seiten zu kommunizieren, was ziemlich hilfreich ist. Das Tagebuch war ursprünglich im Besitz von Lucius Malfoy. Lucius versuchte, Arthur Weasleys Karriere zu ruinieren, indem er das Tagebuch in Ginnys Kessel legte. Dieser Horcrux hat nicht nur einen Verteidigungsmechanismus, sondern auch einen Mechanismus, der Voldemort wieder an die Macht bringen soll. Die Version des 16-jährigen Tom steuert mit seinen freien Gedanken das Buch und beeinflusst die Person, die es findet. Es gibt bestimmt auch keine Person, die das Tagebuch nicht haben wollen würde, wenn es dir antwortet. Die Sache mit dem Tagebuch war die Verlockung, die von ihm ausging. Voldemort hat sich das natürlich zunutze gemacht. Das Tagebuch saugt die Lebenskraft aus der Person heraus, die darin schreibt, und bringt das Opfer in die Kammer des Schreckens, um Toms Plan zu verfolgen und den Basilisken auf Hogwarts loszulassen. Dieser tötet auf das Kommando von Tom Riddle. Die Schwäche des Tagebuchs ist klar, wie wir im zweiten Teil gesehen haben. Das Tagebuch muss nur von einem Basiliskenzahn durchbohrt werden und ist damit zerstört. Das Seelenfragment von Voldemort wird dadurch natürlich auch zerstört. Als nächstes haben wir den verschwundenen Siegelring der Familie Gaunt. Dieser Ring war ursprünglich im Besitz der Familie Gaunt und befand sich in deren Hütte. Voldemort glaubte, niemand würde die Hütte je wieder besuchen, also wäre es ziemlich logisch, ihn dort zu verstecken. Dies ist ein ganz besonderer Ring, weil er der einzige Horcrux ist, der zerstört wurde, während das Objekt unversehrt geblieben ist. Außerdem war eines der drei Heiligtümer des Todes, der Stein der Auferstehung, im Ring versteckt. Der Ring wurde von Generation zu Generation in der Familie Gaunt weitergegeben. Tom stieß auf den Ring, als sein Onkel Morphin ihn trug. Als Tom ihn tötete, nahm er ihn als Trophäe für sich und trug ihn in Hogwarts. Danach verwandelte Tom ihn in einen Horcrux, ohne zu wissen, dass der Stein der Auferstehung in ihm versteckt war. Er legte aber nicht nur einen Teil seiner Seele in den Ring, sondern zusätzlich einen furchtbar schmerzhaften Fluch darauf, der von dem Moment an wirksam wurde, als der Finger den Ring berührt. Der Fluch wandert über den ganzen Körper und lässt das Fleisch verwelken, bevor er das Herz zum Stillstand bringt. Es war eine wirklich schreckliche Art zu sterben und der Mann, der diesen Fluch auf sich nahm, war, wie wir wissen, Albus Dumbledore. Ich denke, Voldemort wusste nicht, dass Dumbledore sich den Fluch eingefangen hat, aber natürlich wusste er, dass der Horcrux von ihm zerstört wurde. Severus Snape ist es gelungen, das Ausbreiten auf Dumbledores Körper temporär zurückzuhalten, aber mit der Zeit würde der Fluch Dumbledore dennoch einholen und ihn töten. Es ist auch klar, dass der Horcrux und der eigentliche Fluch nur im Ring selbst existierte und nicht auf dem Stein der Auferstehung lag. Das Heiligtum des Todes konnte nicht von Voldemorts dunkler Magie durchdrungen werden. Nach dieser Missetat, die Dumbledore begangen hatte, indem er den Ring berührte, zerstörte Dumbledore den Ring mit Godric Gryffindors Schwert. Als nächstes haben wir das Medaillon von Salazar Slytherin. Ein weiteres Erbstück der Familie und wahrscheinlich etwas, das aufgrund der Art seiner Herkunft etwas unausgesprochen war. Tom ermordete eine reiche Sammlerin namens Hepzibah Smith und stahl ihr die Medaillonkette Slytherins, die Marob Gaunt einst zu Geld gemacht hatte. Außerdem stahl er aus ihrem Besitz einen Trinkpokal, der Helga Hufflepuff gehört hatte. Und er beschmutzte das Medaillon noch mehr mit dunkler Magie, als er ein Stück seiner Seele darin aufbewahrte.
Tom brachte das Medaillon in eine Höhle irgendwo in der Nähe von London, wo er es in einem Becken in der Mitte eines Sees platzierte, drumherum ein giftiger Trank. Dieser Trank muss getrunken werden, um überhaupt Zugang zu dem Medaillon zu bekommen. Der Trank machte einen wahnsinnig und zwang die Trinkenden, ihre schlimmsten und schmerzhaftesten Erinnerungen ihres Lebens zu durchleben. Man erhält einen unstillbaren Durst, wenn man in Kontakt mit diesem Trank tritt. Der See um das Medaillon rum war aber noch viel besser. Er war nämlich voller Inferi, die einen unter Wasser zogen und ertrinken ließen. Das alleine ist schon eine unglaubliche Form der Verteidigung, aber das war's noch nicht. Und jetzt zum Medaillon an sich. Das Medaillon ist interessant, denn es hat ein paar Verteidigungsfunktionen. Zunächst einmal kann es nur von einem Parsel geöffnet werden, was eine der Geheimsprachen ist, die nicht erlernt werden kann, sondern nur vererbbar ist. Wenn das Medaillon um den Hals getragen wird, zieht das Medaillon die negativen, schädlichen Emotionen und Gedanken des Trägers an und verstärkt sie noch. Das Ziel des Medaillons ist es, einen Keil zwischen sich selbst und seine besten Freunde zu treiben. Voldemorts Seele erzeugt eine sehr lebendige, realistische Illusion der schlimmsten Ängste und Unsicherheiten. Das Ziel ist es, die Person einzuschüchtern und auf seine Seite zu ziehen. Ron stürmte am Ende mit voller Geschwindigkeit mit dem Schwert von Gryffindor auf das Medaillon zu, um es schnell zu zerstören, nachdem seine eigenen Ängste ans Licht gebracht wurden. Als nächstes haben wir den Hufflepuff-Becher. Der Hufflepuff-Becher war wie das Medaillon auch im Besitz von Hepzibah Smith. Als Tom sie besuchte, tötete er sie und nahm sowohl das Medaillon als auch den Becher an sich. Er verwandelte den Becher in einen Horcrux und stellte ihn in das Verlies von Bellatrix Lestrange. Dort befanden sich hunderte von anderen goldenen Gegenständen, die alle unter dem Schutz des Gemini-Fluchs standen. Durch diesen Fluch reproduzieren sich die Gegenstände in dem Raum immer wieder, solange man sie berührt. Diese Gegenstände füllen dann den gesamten Tresorraum aus, sodass alles mit Gold gefüllt ist. Die Eindringlinge würden ersticken oder feststecken, bis die Wachen eintreffen. Am Ende gelang es dem Trio, den Becher zu stehlen, und der Becher ist später in der Kammer des Schreckens von Hermine mit dem Basiliskenzahn zerstört worden. Als nächstes haben wir das Ravenclaw-Diadem. Das verlorene Diadem von Ravenclaw ist eine persönliche Errungenschaft für Tom Riddle, denn es war seine charmante, manipulative Art, die es ihm erlaubte, das Diadem zu erhalten. Er hat eigentlich nichts wirklich Böses getan, um es zu bekommen. Helena Ravenclaw war die einzige, die wusste, wo sich das Diadem befand, und damit die einzige, die Tom helfen konnte, es zu finden. Tom freundete sich mit ihr an und ließ sie glauben, dass er sich tatsächlich Sorgen um sie und das Objekt machte. Letztendlich beschmutzte Tom das Objekt mit seiner dunklen Magie. Er erschuf einen Horcrux. Offensichtlich hinterließ es bei Helena einen sehr bitteren Geschmack. Das Medaillon im Raum der Wünsche zu verstecken war ebenfalls ein genialer Schachzug von Riddle und Helena war ziemlich verärgert über Tom. Sie verriet Harry Potter schließlich den Ort des Horcruxes und sorgte damit dafür, dass Harry und seine Freunde es fanden. Das Diadem von Ravenclaw hatte die magische Fähigkeit, dem Träger weitere Intelligenz und geistige Kraft zu verleihen. Doch durch den Horcrux in ihm bewirkte es genau das Gegenteil. Es verzerrte die Gedanken einer Person und hinderte sie, Entscheidungen gut zu treffen. Als der Horcrux mit dem Basiliskenzahn durchbohrt wurde, tauchte Voldemorts Seelenfragment auf und es war ähnlich wie bei dem Medaillon. Doch bevor wir sehen konnten, was seine wahre Verteidigung war, kickte Ron das Diadem in den Raum der Wünsche und in das Feuer. Als nächstes haben wir Nagini. Nagini ist der letzte Horcrux, den Voldemort erschaffen wollte, und was die Verteidigungsmechanismen angeht, nun ja, sie ist eine große Schlange, die einen hochgiftigen Biss hat. Sie trägt einen Teil einer dunklen Zaubererseele und außerdem ist sie ein Maledictus, was bedeutet, dass sie einst ein Mensch war, also ein Mensch, der zur Schlange wurde, die ein Horcrux wurde. Sie wurde eine Schlange, aber behielt ihre menschliche Denkweise und alleine das macht Nagini zu einer sehr, sehr gefährlichen Bedrohung. Es war auch klar, dass sie nicht durch normale Zaubersprüche beeinflusst wurde, wie wir gesehen haben, als Ron versuchte, sie mit einem Zauber abzuschießen. Doch sie war dem Schwert von Godric Gryffindor nicht gewachsen und dieses wurde am Ende von Neville Longbottom geführt. Er tötete Nagini damit und zerstörte damit Voldemorts letzte Verteidigungslinie. Natürlich gibt es am Ende noch den in Anführungszeichen ungewollt erschaffenen Horcrux Harry und wie der sich verteidigt hat, wissen wir ja alle. Am Ende wurden alle Horcrux-Teile bzw. restlichen Seelenfragmente von Voldemort erfolgreich zerstört und damit wurde der Dunkle Lord bezwungen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.